Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, auf seiner Wanderschaft hatte ein Mönch ein Dorf erreicht. Er ließ sich am Dorfrand unter einem Baum nieder, um dort zu übernachten. Plötzlich kam ein Dorfbewohner auf ihn zu und rief: »Der Stein, gib mir den kostbaren Stein!« »Welchen Stein?«, fragte der Mönch. »Na, ich träumte vergangene Nacht, dass ich am Dorfrand einen Mönch finden würde, der einen besonderen Stein hat, der mich so reich machen würde.« Der Mönch durchwühlte seinen Vorratsbeutel und zog schließlich einen Stein hervor. »Wahrscheinlich meinst du diesen. Nimm ihn. Ich fand ihn vor einiger Zeit am Feldrand.« Staunend betrachtete der Dorfbewohner den Stein. Es war ein Diamant, der in allen Farben leuchtete. Er ging schnell nach Hause. In der Nacht allerdings konnte er kaum schlafen. Er wälzte sich von einer Seite zur anderen. Am Morgen stand er auf, ging zu dem Mönch und sagte: »Bitte, bitte schenk mir den Reichtum, der es möglich macht, diesen Diamanten so leichten Herzens loszulassen.« Loslassen, verzichten, auch Abschied nehmen müssen, das sind Herausforderungen, die uns unser ganzes Leben hindurch begleiten. Die Frage dabei ist immer nur, ob uns das auch gelingt, beziehungsweise wie uns das gelingen kann. Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Dinge, Menschen oder Situationen loszulassen, ohne zu verbittern oder ohne in Angst und Schmerz zu versinken, ohne haltlos zu werden? Der Mönch aus unserer Geschichte legt eine Gelassenheit an den Tag, die wirklich beeindruckend ist, finde ich, und die sich vielleicht auch mancher von uns wünschen würde. Ich persönlich bin nicht immer so gelassen und kann auch nicht so leicht loslassen. Am Freitag und Samstag zum Beispiel musste ich ja die Synode oder mich da entschuldigen, weil ich Halsschmerzen hatte und mich fiebrig fühlte. Und am Freitagabend war mir das gar nicht so einerlei. Seit ich Pfarrerin bin, war ich immer auf der Kreissynode. Und auf einmal saß ich da und dachte, kam mir so in den Sinn: Ich bin doch auch ersetzbar. Wir sind alle ersetzbar, auch wenn wir das nicht so gerne hören und Schwierigkeiten damit haben, loszulassen. Aber es ist so. Wir sind ersetzbar. Mir, und vielleicht geht's euch, eher so wie dem Affen. Ihr kennt die Technik, wie man einen Affen, einen wilden Affen in einem Gehege fängt. Wenn der Tierpfleger zum Beispiel irgendwas mit dem machen muss, den putzen oder durchschauen muss, dass er keine Wunden hat, dann machen die das folgendermaßen. Mitten im Tiergehege stellen die einen Käfig hin und in diesen Käfig legen die eine Banane. Und der Abstand der Gitterstäbe ist so, dass die Hand vom Affen gut da reingeht. So, und dann warten die, dann riecht irgendwann der Affe, da ist eine tolle Banane drin, und dann tut er seine Hand rein, nimmt die Banane und will die nun rausziehen. Was passiert? Die Hand geht nicht mehr raus, weil da die Banane drin ist. Und er hält die Banane fest und will die haben und die Hand sitzt fest. Und so kann man Affen fangen. Es hat ja mal jemand gesagt, wer festhält, sitzt selber fest. Und das gilt, glaube ich, tatsächlich für alle Bereiche und Dimensionen unseres Lebens. Für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, für die Beziehung zwischen Ehepartnern oder Freunden oder Nachbarn, für die Beziehung oder überhaupt für den Umgang mit Menschen, aber auch für das Verhältnis zu Besitz und Geld. Wer festhält, sitzt unter Umständen am Ende selber fest. Wie kann es uns gelingen, loszulassen oder anders gesagt, eine Gelassenheit zu erlangen, die uns und andere frei macht und eben nicht gefangen hält?
Ich dachte mir, dazu muss man zunächst erst einmal fragen, woran halten wir uns eigentlich so fest im Leben? Und da habe ich einfach mal ein paar Punkte herausgegriffen. Die Liste ließe sich bestimmt erweitern. Auch Punkte, die man vielleicht gar nicht mal auf den ersten Blick bei diesem Thema, an die man gar nicht im ersten Blick denkt, aber die trotzdem eine große Unfreiheit bedeuten. Ich fange mal ganz niederschwellig an. Das, was Menschen oft festhalten, sind Erwartungen. Wir alle haben Erwartungen, große und kleine, realistische oder unrealistische. Wir haben den an Partner, an Freunde, die Kinder oder die Nachbarn, aber vielleicht auch an die Gemeinde und die Pfarrerin. Und wenn der andere dann nicht genauso das macht, wie wir das denken, in Klammern, oft haben wir gar nicht gesagt, was wir erwarten, wir denken das nur, dann liebt er mich auf einmal nicht mehr oder dann bin ich ihm gleichgültig oder dann fühle ich mich wertlos und nicht beachtet. Kennt ihr das? Man hat so Erwartungen, der andere erfüllt sie nicht und schon denkt man, die Beziehung stimmt nicht mehr richtig. Ja, und je höher die Erwartungen sind, desto tiefer ist dann die Enttäuschung. Erwartungen, hat mir jemand gesagt, sind Beziehungskiller Nummer 1. Wer Erwartungen nicht loslassen kann, nörgelt immer am anderen herum, macht laut oder leise Vorwürfe, begegnet dem anderen verbittert, macht zu und schließt sich zu. Der andere kommt nicht mehr ran. Aber lasst uns einmal für einen kurzen Moment bedenken, was denn dahinter steckt, wenn ich immer an diesen Erwartungen, die ich an alle habe, festhalte. Da steckt doch folgender Gedanke dahinter. Ich bin der Mittelpunkt des Kosmos. Ich erwarte und habe was zu erwarten und alle anderen müssen wie Satelliten um mich herumkreisen. Und wenn sie das nicht ordentlich machen, fliegen sie aus der Bahn oder schmeiße ich sie aus der Bahn. Aber was ist das für ein Bild? Das ist ein ziemlich egozentrisches und egoistisches Bild. Für uns als Christen sollte das Zentrum nicht ich sein, sondern Jesus Christus. Der sollte unser Zentrum sein. Und bei allen Beziehungen, bei all den Dingen, die wir, wo wir Erwartungen dran stellen, sollten wir immer fragen, was würde Jesus jetzt machen? Und nicht, was würde Manuela erwarten, sondern was würde Jesus machen? Also, wer von euch an falschen Erwartungen festhält, reflektiert das ruhig einmal intensiver, der soll doch mal überlegen, ob er nicht das ein oder andere mal lassen kann. Und ihr werdet entdecken, dass auf einmal auch Beziehungen richtig erfrischt werden. Also, Erwartungen festhalten, das ist so ein Thema. Ein zweites, was noch schlimmer ist, oft halten wir Menschen fest. Wenn du ausziehst, bin ich ganz alleine. Diesen Satz hörte ich vor kurzem von einer 30-Jährigen. Den hatte nämlich zu Hause die Mutter zu ihr gesagt, als sie nun endlich nach 5 Jahren in die Nähe ihrer Arbeitsstelle ziehen wollte. Also nicht mehr zu Hause bleiben wollte, sondern dahin ziehen wollte. Und die war bei mir, oder wir hatten ein Gespräch miteinander und ihr glaubt nicht, was die Mutter alles angestellt hat, damit die Tochter nicht auszieht. Viele von euch haben Kinder und wissen, wie schwer das ist, Kinder loszulassen, wenn die dann erwachsen werden. Ich gucke jetzt mal gerade die Sabine an. Ne? Da gehen ihr gleich Tränen in die Augen, weil es eben nicht so leicht ist, wenn die dann so ein Alter kommen, wo sie ausziehen. Die Manuela Teppe hat im anderen Gottesdienst eben nachher gesagt, aber wir haben versucht, nachher den Satz rauszukriegen, wenn man das Kind loslässt, kommt es auch lieber wieder nach Hause. Das stimmt. Also, das ist so ein Krater, ja, der Norbert kann das auch. Also, das ist so ein Ding, man möchte sie am liebsten halten und beschützen ein Leben lang, aber es klappt nicht. Also, wer hier loslässt, hat nachher einen viel größeren Gewinn. Christian Morgenstern schrieb einmal in einem Brief an seine Frau folgende Worte, die finde ich immer noch wunderschön. Wir wollen uns nie so ganz zu besitzen glauben, dass wir uns nicht noch nacheinander sehnen müssen. Schön, gell? Dass man auch eine Beziehung hat, wo man sagt, wie schön ist es, wenn der nach Hause kommt.
Wie schön ist es, wenn wir uns wieder treffen. Loslassen lernen bei Erwartungen oder auch bei Menschen ist ein ganz wichtiger Schritt. Und eine ganz wichtige Hilfe dabei ist es wirklich zu wissen, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass Gott an meiner Seite ist. Aber es geht noch tiefer. Wir halten nicht nur an Erwartungen fest oder an Träumen oder ganz vielen Dingen, äußerlichen Dingen, auch nicht nur an Menschen, sondern oft halten wir auch an einem Raster, ich will es mal so ausdrücken, einem Raster über uns selbst fest. Was meine ich damit? Wir sind oft auch gefangen durch eine Rolle, durch ein Bild, das andere von mir haben oder auf das ich mich selbst festlege. Vielleicht warst du als Kind immer die Ernste in der Familie. Oder immer die Hampelmaus, war ich zum Beispiel, der Clown. Oder du warst ja jemand, der immer pflichtbewusst war, schon als Kind und wurdest gelobt. Und dann wirst du erwachsen und dann machst du ganz oft genau das Gleiche weiter. Du bist der Ernste oder der Hampelmann. Also du versuchst in dieser Rolle drin zu bleiben. Und ich habe jetzt schon manchen, der so pflichtbewusst ist, auch im Gespräch gehabt, der dann gesagt hat, Manuela, ich traue mich nicht, meine Schwächen zu zeigen. Auch, dass ich manchmal nicht mehr kann. Ich meine, immer so stark sein zu müssen. Aber manchmal weint es in mir, weil ich das alles nicht durchhalte. Das meine ich damit, dass wir so eine bestimmte Rolle von uns haben, die andere auch sehen und die uns auch manchmal gut tut, wenn andere uns da loben. Aber dann kommen wir auch gar nicht mehr aus diesem Ding raus, wenn sich die Zeit verändert hat. Und das ist so schwierig, das loszulassen, ja, weil wir denken, nur so sind wir wertvoll. Aber das ist es nicht. Für mich hat sich in den letzten Jahren so herauskristallisiert, ich möchte nicht mehr das Bild, das andere von mir haben, im Blick behalten oder ich selber, sondern ich möchte das Bild sehen, was Jesus von mir hat. Ich möchte mehr und mehr zu dem werden, den Jesus in mir sieht, auch heil werden an bestimmten Punkten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch morgens immer wieder fragen, Herr, ich habe zwar meinen Tagesplan, aber was planst du denn heute für mich? Gibt es da vielleicht was, wo ich Augen und offene Ohren aufhalten sollte, damit ich sehe, was du heute für mich bereithältst? Also leg dich nicht selber an ein Raster fest, sondern lass das mal los. Dann kann Gott viel besser an dir handeln. Ein weiterer Aspekt, also Erwartungen hatte ich jetzt, Menschen und das eigene Raster, an dem man festhalten kann. Ein vierter wichtiger Punkt ist, die Vergangenheit festzuhalten. Ehe irgendetwas Neues zum Vorschein kommen kann, kann es sein, dass ich zunächst erstmal meine eigene Vergangenheit loslassen muss. Das heißt zum Beispiel, dass ich eventuell Verbitterungen loslassen muss, weil Menschen mich einmal verletzt haben und immer wenn die mir wieder begegnen, steht die Verbitterung oben an. Das Problem ist nur, wer trägt denn an dieser Verbitterung? Der andere oder du? Man trägt selber dran. Der andere weiß manchmal gar nicht, dass man verbittert ist. Der kriegt das gar nicht mit, was da eine Verletzung ist. Man selbst trägt diese Schulddingsgeschichte anderer und mit sich herum und man selber leidet am meisten. Die Vergangenheit loslassen bedeutet für mich aufhören, mich an den Verwundungen der Vergangenheit zu klammern, meine Verletzungen loszulassen, meine Wut loslassen und mich aussöhnen mit mir und meinem Geschick, will ich mal sagen. Das sind ganz schwierige Übungen, aber es sind ganz notwendige Übungen. Alle, die jetzt sowas haben, wo sie verletzt sind, denen möchte ich ein ganz besonderes Bild mitgeben. Das habe ich mal gelesen und das nehme ich mir manchmal vor, wenn ich selber merke, jetzt tut es wieder richtig weh, irgendwas. Stellt euch vor, ihr würdet euch unter einen sanften Wasserfall begeben. Und dieses Wasser, was dann über euch läuft, stellt euch ruhig vor, es ist warm und schön. Das ist sozusagen die Liebe Gottes, die über euch sozusagen über euren Körper fließt und all diese Verletzungen heilen möchte. Sozusagen die Quelle des Lebens,
die in euer Leben hineinkommt. Ich weiß, das sind nur kleine Schritte, aber ganz wichtige Schritte, um frei zu werden von dem, was vielleicht andere uns angetan haben. Die Vergangenheit loslassen heißt für mich aber auch, die Schuld, meine eigene, loszulassen. Und das kann ich nur, indem ich die Schuld vor Gott nenne und ihn um Vergebung bitten. Und auch, indem ich daran glaube, dass er mich davon frei macht. Corentin Bohm hat immer so ein schönes Schild, so ein schönes Bild benutzt. Sie hat gesagt, Vergebung ist, also wenn Gott mir vergibt, dann schreibe ich einen Zettel und der wirft das ins Wasser an eine Stelle und oben steht eine Boje drauf, Angeln verboten. Tolles Bild, gell? Angeln verboten. Das heißt, wenn Gott mir meine Schuld vergeben hat, dann darf kein anderer Mensch und ich selber diese Schuld nicht wieder vorziehen und sagen, ich bin doch so schlecht. Nein, Angeln verboten. Gott ist gnädig. Und aus seinem Gedächtnis ist das dann gestrichen. Dann darf es auch aus meinem gestrichen sein. Also die Vergangenheit loslassen, auch eine ganz wichtige Übung. Ich habe noch zwei weitere Punkte. Woran wir uns auch ganz oft festhalten, ist die Zeit. Unser aller Leben ist ja begrenzt. Und ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist es zu lernen, dass ich nie mehr so jung sein werde wie gestern. Wenn man dann so in mein Alter jetzt langsam kommt, merkt man das auch im Spiegel morgens, ne, dass man nicht mehr so jung ist wie gestern. Aber wir alle, glaube ich, haben ziemlich Probleme mit dem Älterwerden. Dass die Dinge nicht mehr so funktionieren, so schnell zum Beispiel. Bei Anselm Grün habe ich in einem Buch von einem Ingenieur gelesen, der mit 58 Jahren als Teamleiter immer noch der Schnellste in seinem Team sein wollte. Und das führte ihn echt an die Belastungsgrenze. Er musste Überstunden machen, konnte nachts dann nicht schlafen und er war total fertig, bis er irgendwann kapiert hat, dass er sich von der Blütezeit seines Lebens verabschieden muss und sich mit seinen Grenzen aussöhnen sollte. Und dann hat er auf einmal entdeckt, dass er mit 58 Jahren ganz andere Fähigkeiten hatte, nämlich, dass er den jungen Mitarbeiter allein durch seine Präsenz Sicherheit gab und dass er Vertrauen vermittelte und nicht die Schnelligkeit war mehr sein Gut, mit dem er handeln konnte und wuchern konnte, sondern seine Lebenserfahrung und Weisheit. Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo Jung und Alt genau das auch miteinander erfahren und leben können. Ich merke es ja selber, dass jetzt jüngere Leute mit neuen Ideen kommen und ich finde das toll. Und wir Älteren oder langsam älter Werdenden müssen auch einsehen, es ist wichtig, dass Kirche von jungen Menschen auch sozusagen nicht in Besitz genommen wird, aber erfüllt wird, weil das ist die Zukunft auch der Kirche. Ganz wichtig. Aber so eine Weisheit kommt erst zum Vorschein, wenn wir uns alle mit unserer zeitlichen Grenze aussöhnen und das annehmen. Ich glaube, das ist eine der schwersten Dinge. Ich habe vor einiger Zeit mit meiner Pflegemutter telefoniert, die ist 75, und hat von ihrem Vater so ein Rückenleiden geerbt. Und das kommt jetzt so langsam mehr und mehr zum Vorschein. Und ich war total erschrocken, als sie auf einmal sagte, du Manuela, das war jetzt unsere letzte Reise gewesen. Jetzt bewegen wir uns mehr im Umfeld zu Hause. Da war ich erstmal erschrocken, aber ich merkte, bei ihr war das gar kein Gedanke, der ihr Angst machte, sondern sie sagte, naja, jetzt hat Gott halt den kleineren Horizont für mich vorgesehen. Also ich fand das sehr beeindruckend und wünschte uns das allen, dass wir von Gott dahin geführt werden, auch den kleineren Horizont sehen lernen zu können. Denn es gibt noch ein Letzteres, an dem man immer festhalten will, nämlich, ich nenne es mal so, das Vorletzte festhalten wollen. Ein Totenhemd hat keine Taschen. Auf diesen einfachen Nenner bringt ja die Volksweisheit die Tatsache, dass wir alle irgendwann einmal alles loslassen müssen, alles, was wir besitzen. Absolut nichts können wir mitnehmen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich frage euch jetzt mal, habt ihr schon einmal daran gedacht, welches Möbelstück,
welches Bild, welches Buch du vielleicht eines Tages mit ins Altenheim nehmen wirst, ins Seniorenheim? Was löst dieser Gedanke bei uns aus? Was löst der Gedanke aus, ein Testament zu machen oder eine Patientenverfügung zu unterschreiben? Ich glaube, wenn wir unsere Endlichkeit öfter mal in den Blick nehmen, können wir die Kostbarkeit jedes einzelnen Tages viel mehr sehen, dass mein Leben ein Geschenk ist. Ich sage es ja öfter auch schon mal an anderer Stelle. Eigentlich bin ich froh, dass ich den manchmal sehr schweren Dienst habe, oft am Grab von Menschen zu stehen. Warum? Weil mir hier immer wieder die Endlichkeit vor Augen geführt wird und gleichzeitig die Kostbarkeit jedes Augenblicks. Ich wünsche uns allen, dass wir das sehen ohne Angst, weil wir wissen, dass am Ende doch auch Gott bei uns sein wird. Ich will es mal so sagen, ich selbst glaube daran, dass Jesus jetzt schon mit seiner Ewigkeit bei uns ist. Die Ewigkeit hat ja jetzt schon begonnen, nämlich immer in der Beziehung zu Jesus Christus. Aber ich wünsche uns allen, dass wir am Ende des Lebens sagen können, da steht einer in seiner Gnade und es ist genug. Genug, ihm zu vertrauen. Es reicht allein. Er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Also, ich muss nichts vorbringen. Und selbst wenn manches schiefgegangen ist in meinem Leben, wenn ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dann darf ich wissen, die Ewigkeit ist auch mein. Und ich bin das Wertvollste, was es auf Erden gibt, weil ich weiß, er liebt mich. Ich weiß, die christliche Botschaft ist so ganz einfach und elementar, aber trotzdem oft so schwer zu glauben. Weil Gott dich liebt, bist du wertvoll. Und zwar auf Zeit und Ewigkeit. Möge unser letztes Wort sein, Jesus Christus. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, und helfe uns beim Loslassen. Amen.